Herzlich willkommen zurück auf dem Mars. Occupy Mars heißt das Spiel. Und das hier ist eines unserer Gewächshäuser. Zumindest nenne ich es mal so. Und das sind unsere Kartoffeln, die langsam aber sicher größer werden. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch nochmal so ein Setzlingsbeet, wie auch immer, ausgeworfen. Ist alles nicht so einfach, muss man sagen. Ist alles nicht so einfach. Wir füllen mal hier unser Wasser ein bisschen nach. Und gucken mal, es ist schon wieder 16.21 Uhr. Ja, was habe ich gemacht? Zum einen habe ich noch ein weiteres Solarpanel aufgebaut. Nämlich da vorne und habe das direkt an unsere Batterie angeschlossen. Zum anderen habe ich die Pumpstation in Betrieb genommen. Jetzt gucken wir mal, 80% Akku-Ladestand-Zustand hat er. Mich interessiert gerade nochmal ganz kurz Entwürfe, wenn wir hier noch so einen Transformator hinpacken. Ja, viermal Elektronik fehlt uns, das ist schon mal schlecht. Müssen wir mal gucken, ob wir das gleich noch irgendwie hinkriegen. Quasi selber hinkriegen. Oh, habe ich zu nah dran geparkt. Ich glaube, die Sonne reicht jetzt auch nicht mehr wirklich aus. Das ist alles so eine Sache hier. Na, in der Batterie ist nämlich auch nicht so viel drin. 19,9 Kapazität. Also es wird noch ein bisschen Strom reingepumpt, aber irgendwie auch nicht so richtig viel. Das ist alles nicht so einfach. Ne? 180 Kilowattstunden würden wir theoretisch da reinkriegen. Wir haben 20 Kilowattstunden gerade drin. Da werden wir nicht über die Nacht kommen. Und ich hoffe, dass unsere Kartoffeln überleben. So ist es. Ja. Naja, 17 Uhr. Gleich geht die Sonne unter. Theoretisch, hier habe ich den Stecker ja schon abgezogen. Ne? Zeige ich euch nochmal ganz kurz, was hier vorne los ist. Nämlich hier bei unserer Pumpstation. Die Pumpstation ist nämlich eigentlich dafür da, hier Methan sozusagen noch zu verarbeiten und Sauerstoff zu verarbeiten. Dafür bräuchten wir allerdings noch die anderen Gerätschaften, die wir da natürlich hinbauen müssten. Lagerbestand, falscher Knopf. Entwürfe, gucken wir nochmal rein. Alle schließen, alle erweitern. Luftschleusen, da ist es nicht. Was haben wir hier? CO2-Wäscher. Das wäre zum Beispiel so ein Ding. Da brauchen wir aber auch wieder eine Elektronik für. Und ich glaube, die müssen wir drinnen bauen. Pumpenstation, ne, oder? CO2-Wäscher. Jo, müssen wir drinnen bauen. Können wir mal gucken. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und dann müssen wir mal schauen, wo wir so ein Elektronikteil herkriegen. Weil dann hätten wir hier drin auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, hätten wir hier drin nämlich schon mal die Möglichkeit, für so ein bisschen Sauerstoff zu sorgen. So, jetzt gucken wir mal rein. CO2-Wäscher, also wie gesagt, da fehlt uns zumindest die Elektronik einmal. Und da gehen wir gleich mal gucken, ob wir das Ding nicht herstellen können. Obwohl, das dauert noch ein bisschen. Ob wir das Ding nicht selber herstellen können. Ja, doppelte ihre Schleuse. Die braucht auch ein bisschen Strom. Ob wir das Ding nicht selber quasi in unserem 3D-Drucker herstellen können. Kann man eigentlich nicht vorstellen, dass wir da Elektronikteile herstellen können. Aber wer weiß, was ERA, ne, das ist ja der Space-Konzern, Tochterfirma der SNU Space Corporation, was die so an Technik haben. Vielleicht passt es ja auch. Vielleicht passt es ja auch. Na, und theoretisch haben wir hier vorne auch noch eine Buchse. Deswegen interessiert es mich gerade nochmal. Wo ist die Buchse? Da. Wenn wir jetzt hier ein Kabel anschließen und sagen, wir gehen jetzt hier rüber und schließen das Kabel hier an, können wir dann den... Oh, das passt gar nicht. Kann ich da nicht anschließen? Aha. Okay, dann nicht. Ich hätte dann halt nicht. So, dann Helm ab.
Da haben wir ein bisschen Sauerstoff. Ja, und jetzt müssen die Kartoffeln auch langsam fertig werden, weil sonst fangen wir nämlich wirklich an zu hungern. Und dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Lass uns mal gucken, ob wir denn hier überhaupt so Elektroteile herstellen können. Elektronik, da, wunderbar. Was brauchen wir? Aluminium. Haben wir natürlich nicht. Müssen wir erst los und Aluminium organisieren. Oder können wir die Aluminium... Naja, können wir nicht. Ja, also müssen wir erst los und ganz, ganz wirklich Aluminium einsammeln. So, wie sieht's aus mit dem Wasser? H2O sieht gut aus. Sauerstoff füllen wir einmal auf, die Flasche. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Also nicht mit der Folge, aber grundsätzlich hier mit dem draußen rumlaufen. Oder, ja. Ach, nee, warte, wir machen noch nicht ganz Schluss. Wir fahren nochmal zurück. Ganz, ganz schnell und schließen jetzt unsere Batterie an. Müssen wir uns jetzt aber wirklich beeilen. Komm. Wirf an die Bude. Weil wir natürlich möchten, dass dort auch Strom ankommt, ne? Und weiterhin unsere Pflanzen wachsen können. So, 19.06 Uhr. So, gucken wir mal rein. Verwenden. Gut, Gesamtleistung 0. Also, gehen wir jetzt hier ran. Kabel ziehen, loslassen. Anderes Kabel ziehen, reinstecken. So, verwenden. Output. Müssen wir schon ein bisschen was reinjagen hier in das Ding. Ja, machen wir 10. Machen wir mal 10. So, weiter geht's. Licht an. Vorsicht, Kabel. Vorsicht, Solarpaneele. Fahren wir hier lang. Und zurück zur Bude. Zu unserer Kapsel. Ja, ist schon nett. So. Genau, ach, bis 20 Uhr, bis, na, sag schnell, 22 Uhr, da wird es erst kalt und ich denke mal 20 Uhr, da hatten wir ja noch richtig viel Zeit, ja, meine Güte. Oxygen source external. Was? Nicht genug zu essen, um so viele Stunden schlafen zu können. Jetzt wird's eng. Also, Hunger ist groß und wir haben nichts mehr zu essen, wenn ich das richtig sehe. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Da. Ein Lebensmittelchen haben wir noch. Und dann hört's auf. Das heißt, morgen müssen die Kartoffeln fertig sein. So, 8 Stunden, auf geht's. Morgen müssen die Kartoffeln fertig sein. Available point for technological advancement. Sehr gut, ein Punkt. Pflanzen sind fast verdorrt, die Pflanzen verdorren. Ja, was soll ich sagen? Geht halt nicht anders, ne? So, wir müssen sehen, dass hier 8 Uhr. Bis dahin schlafen wir nochmal, dann geht's los. Als erstes fahren wir hin und machen den Strom wieder an für unsere Pflanzen. Pflanzen verdorren, ja. So, Helm auf geht's. Sauerstoff, O2, können wir gleich nochmal aufladen.
Ausrüsten. Suit pressurized. Helmet sealed. So, Sauerstoffflasche ist gefüllt. Nehmen wir mit. Und genau, wir fahren jetzt erst los. Schließen den Strom wieder an, weil jetzt läuft ja auch die Solarzelle wieder, beziehungsweise die ganzen Paneele. Das heißt, unsere Werkstatt, da kann jetzt auch dementsprechend wieder mit Strom versorgt werden. Dann gucken wir gleich mal bei den Bio-Geschichten rein, was wir denn da an zusätzlichen Punkten bekommen haben. Und dann fahren wir mal zu diesen Meteoriten hin. Wir haben ja hier wie viel Prozent? 72%, das sollte reichen. So, da ist das Ding wieder drin. Das Ding ist leer. Ne, Kapazität 39, okay. Also, lädt schon wieder, das ist gut. Dann schauen wir mal ganz kurz hier vorne in unsere... Werkstatt rein. Wie sieht's hier aus? Abholen. Was habe ich jetzt hier? Kartoffel... Ach, das sind Kartoffelsetzlinge sind das jetzt. Und was mache ich jetzt mit den Kartoffelsetzlingen? Jetzt bin ich mal gespannt, was ich jetzt mit den Kartoffelsetzlingen mache. So, pass auf. Gucken wir mal rein. Technikbaum. Botanik. So nennt sich das. Genau. Wir haben den Kühlschrank, haben wir ja. Da haben wir eine Saatgutmaschine. Nahrungsverarbeitung. Das wäre doch mal was. Nahrungsmittelverarbeitungsmaschine ist ausschließlich für den Einbau in die Basis konzipiert. Sie verwandelt geerntete Pflanzen in effiziente, verpackte, essbare Lebensmittelpakete. Das Ding brauchen wir. Jedes Paket kann aus bis zu 4 Zutaten hergestellt werden und die Maschine zeigt nach der Verarbeitung den Nährwert der Lebensmittel an. Wie bei jeder Maschine gibt es auch hier ein bestimmtes Funktionsmuster. Wenn du jeden Schlitz mit dem Gemüse füllst, erhältst du nahrhaftere Lebensmittel. Die Anzahl der Packungen, die hergestellt werden können, hängt von dem Schlitzen der... vom Schlitz mit der geringsten Anzahl von Zutaten ab. Es wird empfohlen, mit verschiedenen Gemüsekombinationen zu experimentieren und den Nährwert der einzelnen Mahlzeiten zu maximieren. Ja, das würden wir gerne machen. Was ist eine kleine Pflanzenkiste? Ne, komm, hier. Nahrungsverarbeitung, das machen wir jetzt. Botany, Technology Access Level increased. So, und jetzt möchte ich hier natürlich mal reingucken. Wie weit sind wir denn hier? Abholen. Ich hoffe, da ist eine... Das sind jetzt wieder nur so Setzlinge. Kartoffelsetzling. 5 Stück. Was mache ich denn jetzt mit dem Kartoffelsetzling? Das bringt mich ja jetzt noch nicht weiter, ne? Der Kartoffelsetzling. Der muss ja noch ein bisschen wachsen. Da muss ja noch eine richtige Kartoffel rauskommen. Oder reicht das erstmal? So, jetzt gucken wir mal hier rein. Wenn ich denn jetzt... Entwürfe, Lebensmittel, da ist das Ding. Kühlschrank. Was kann das? Was macht es? Leben. Werkstatt. Werkstatt, Werkstattspüle. Werkstatt haben wir. Was haben wir hier? Lebensmittelverarbeitungseinheit. Werkbank... Kleine und der Pflanzeninkubator. Da fehlt mir eine ganze Menge. Glasplatte zum Beispiel, Elektronik dreimal. Müsste also da hinkommen. Ach, Leute. So, lass uns jetzt erstmal die 1160 Meter da hinten hinfahren. Akku müsste reichen. 71%. Wir haben 9.36 Uhr. Wir haben genügend Wasser dabei. Wir haben genügend Sauerstoff dabei. Hunger haben wir immer noch ganz doll.
Vorhin ist die andere Basis. Ja, und unterwegs müssen wir mal gucken, dass wir hier anderes Gestein finden, was wir mal abbauen können. Um Aluminium zu sammeln. Aber ihr seht, es ist, ja. Es ist so, dass man doch irgendwie geplant daran gehen muss. Na, also, ich bin ja hier noch am Rumdoktern. Ist ja das erste Mal, dass ich das spiele. Und wie immer gucke ich mir natürlich keine Let's Plays von anderen Let's Playern und so weiter an, weil ich das alles selber entdecken und erkunden möchte. Zum Glück habe ich mir Markierungen gesetzt auf der Karte. War schon eine Strecke hier, ne, mit dem Ding. Ah, hier ist auch viel Platz für eine Basis zum Bauen. Mal kurz ein bisschen geruckelt. Meter noch. 62%, das reicht. Das reicht, Dicke. Ich habe jetzt noch kein Gestein gesehen, was irgendwie nach Aluminium oder dergleichen aussieht. So, 400 Meter sind es noch. Ein bisschen ruppig hier. So, 200 Meter noch. Fetter Krater auf einmal hier. Ha, da hinten ist noch eine Basis. Wunderbar. Da können wir hin. Da werden wir bestimmt noch das eine oder andere finden, was wir brauchen könnten. Das müsste vom Strom her auch locker reichen. Hoffentlich finden wir da noch ein paar Mahlzeiten. Warnung vor hoher Strahlung. Sterbe ich jetzt, wenn ich da rangehe? Warnung vor hoher Strahlung. Das ist jetzt nicht so gut. Tja. Da drücken wir doch mal auf den Speicher-Button. Ah, hier können wir gar nicht speichern. Das ist ja jetzt ein Ding. Ah, na komm. No risk, no fun. Gesundheit ist noch da. Hier ist unser alter Presslufthammer. Ran an die Maschine. Gesundheit geht runter. Kann ich das aufheben? Uran. Was ist denn, wenn ich das jetzt einpacke? Sterbe ich dann, weil ich das mit mir habe? Uran. Nö, also wenn ich es in der Tasche habe, ist alles gut. Ah, herrlich. Also wenn ich es in der Tasche habe, ist alles gut. So, wo ist unser Erste-Hilfe-Kit? Da, konsumieren. Da sehen wir doch schon wieder besser aus. Tja, meine Lieben. Also, Uran in der Tasche. Da liegt noch ein bisschen mehr davon rum. Und da hinten haben wir noch eine weitere Station gefunden. Es ist 12 Uhr. Und ja, in der nächsten Folge geht's weiter. Wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen. Schreibt mir gerne, was ihr von dem Uran hier haltet. Würdet ihr davon noch mehr holen? In jedem Fall markiere ich das gleich mal hier auf der Karte. Denn das ist schon mal ganz gut. Für den Fall, dass wir was brauchen und hier ein Atomkraftwerk bauen wollen. Oder so, ne? Oder Atombomben. Naja. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen. Gerne ein Abo. Kommentare, Instagram, Twitter, Twitch, Discord. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.